heute Abend begrüßen zu dürfen. Jetzt möchte ich eigentlich das Wort übergeben, und zwar an unsere Gäste von Baubio Swiss und von der IG Lehm. Heute Abend sind hier der Jordan Cota, der Peter Sulzer und die Luna Böhni. Ich darf ganz am Anfang das Wort Jordan übergeben. Jordan ist auch schon ein alter Bekannter bei unseren offenen Runden. Wir freuen uns immer, dich wieder zu sehen. Heute natürlich auch als Speaker. Wir sind alle super gespannt, mehr über Baubiologie und gesundes und nachhaltiges Bauen zu lernen. Jordan, ich darf das Wort übergeben und ich freue mich sehr. Ich bin Vorstandsmitglied bei dem Verein Baubio Swiss und ich werde euch die Baubiologie vorstellen und bin bei Architects for Future seit März dabei zu dieser monatlichen Sitzung mit ihm. Ja. Herzlichen Dank an der Organisation Architects for Future für die Einladung. Die Zukunft des Bauens ist in aller Munde. Begriffe wie Bauwende, Bauökologie, Cradle to Cradle, zirkulares Bauen, grüne Architektur, Architektur für die Zukunft, passive Häuser, Netto-Null-Gebäude, Tiny House, energieeffiziente Gebäude sind omnipräsent und natürlich auch die Baubiologie. Darum werden wir heute Abend, ich, Jordan Cota, bin Vorstandsmitglied von dem Verein Baubio Swiss. Ich habe in 2018 die Ausbildung als Baubiologe bei der Bildungszentrum Baubiologie absolviert und ich bin seit ungefähr 15 Jahren im Bauwesen tätig und ich arbeite jetzt als Bauphysiker und Baustoffdiagnostiker bei der Firma Buri Bauphysik und Akustik AG in Volkezil. Und ich werde auch in Zukunft meine eigene Firma als Berater für baubiologisches Bauen gründen. Mit mir sind wir heute Peter Sulzer, er ist Architekt und auch Baubiologe. Er ist Regionalleiter der Regionalgruppe Zürich. Und auch die Luna Böhni, sie ist Architektin und Lehmbauerin und sie werden auch uns heute verschiedene baubiologische Projekte zeigen. Ich habe den Vortrag von heute in drei Teile geteilt. Ich werde erst sprechen über die Baubiologie und Verein Baubio Swiss, dann eine kurze Einführung über das Wohlbefinden in Räumen und dann, wie gesagt, werden uns Peter und Luna verschiedene baubiologische Projekte zeigen. Also, was ist eigentlich die Baubiologie? Der Begriff Baubiologie besteht aus drei Teilen, jeder Teil der Bedeutung der Begriff besteuert. Wir haben Bau, Bio und Logie. Bau steht für Bauen, Bio für Biologie, Leben und Natur und Logie Wissen. Hier links kann man sehen, dass die Baubiologie betrachtet die Beziehung zwischen Bewohner und den Gebäude. Die Baubiologie basiert sich auf der Vier-Dimensionen-Modell, wo alle vier Aspekte wie sozial, ökologisch, wirtschaftlich und das individuelle Wohlbefinden befinden sich auf der gleichen Ebene. Diese sind die Themenbereiche der Baubiologie. Wir haben Bauphysik, Bodeneinflüsse, Gesundheit, Elektrosmog, Materialien und Ökologie. Kann man diese Merkblatt auf unsere Website herunterladen, auf unsere Website von Baubio Swiss. Nachdem wir diese Themenbereiche der Baubiologie angeschaut haben, so sollte das beste baubiologische aussehen. Wenn man versucht, alle diese Aspekte zu beurteilen, sollte man eigentlich nichts bauen, oder? Wir haben hier wie reduzieren, optimieren, wählen, fördern, minimieren, schützen, vermeiden, achten, bestmöglicher. Jetzt werde ich euch über der Verein Baubiologie reden. Wir sind Vorstandsmitglied wir zu fünf. Arwen Junginger ist der neue Präsident seit September von diesem Jahr. Dann Werner Stohler, er ist zuständig für die Website. Devi Bühler, ich bin zuständig für Social Media. Und Andy Limacher ist zuständig für die Kommunikation. Seit März haben wir eine neue Geschäftsstelle. Jürg Wittwer ist der neue Geschäftsführer und Ursula Gertsch ist die neue Sekretärin.
Wir haben insgesamt in der ganzen Schweiz 450 Mitglieder, die sind Handwerker, Planer und Architekten. Wir haben 10 Regionalgruppen in der ganzen Schweiz und jede Regionalgruppe organisiert ungefähr 4 Veranstaltungen pro Jahr. Die sind Vorträge, Besichtigung, Exkursionen oder Mitgliedertreffen. Für Besichtigungen haben wir zum Beispiel Besichtigung von Strohballenhäuser und Baustellenbesichtigung auch. Wir haben auch einen Beratungsdienst mit 6 Experten und unsere Beratungsdienst kann man sich beraten lassen. Ist eine kostenlose Beratung. Die Verein Babio Suisse ist auch Trägerschaft für die Berufsprüfung von der Genossenschaft Bildungszentrum Babiologie hier in Zürich. Die Lehrgang besteht sich auf 5 Module und man bekommt am Ende eine eidgenössische Fachausweis. Der Bildungszentrum Babiologie bietet auch verschiedene Weiterbildungen, zum Beispiel mineralische Oberflächen, Elektrobiologie und auch einmal pro Jahr eine Exkursion. Als Verein Babio Suisse, wir haben in 2019 4 verschiedene Artikel schreiben lassen von 2 Journalisten, sind Herr Westermann und Herr Hartmann. Und sie haben für uns 4 Artikel geschrieben, oder wir haben zusammen 4 Artikel geschrieben über das Thema Babiologie. Es sind eigene Titel. Eine war zum Beispiel Klimaschutz, die Bauwirtschaft hat es ihr in der Hand. Dann Itzetage wohnen in Kuhlaus. Und dann Babiologisch bauen, eine neue Lifestyle. Und das 4. war, braucht die Babiologie ein Label? Die kann man die finden auf unserer Website unter Babiologie Journal. In diesem Jahr haben wir als Vorstandmitglieder 4 Artikel geschrieben über aktuelle Themen, wie zum Beispiel Babiologie während Corona, Komplexität und Babiologie, Achtung Baustoffe und auch Urban Mining und Urban Farming im Haus der Zukunft. Ich habe vorher gesagt, dass die Babiologie die Beziehung zwischen Bewohnern und den Gebäuden betrachtet. Wenn wir in einen Raum eintreten, versuchen wir uns vorzufühlen. Aber welche sind diese Faktoren, die unsere Wohlbefinden beeinflussen? Jetzt werde ich euch kurz zeigen, welche sind diese Faktoren. Diese Faktoren sind 7 Faktoren. Wir verbringen uns 90% der Zeit in Innenräumen. Deshalb ist ein gesundes Innenraumklima für unsere Wohlbefinden zentral. Dafür ist die Babiologie wichtig. Als Faktoren haben wir babiologische Faktoren, wie zum Beispiel Schimmelpilz, Milben, Legionelle. Und hier die Frage, die muss ich sich stellen, ist, werden diese Faktoren beachtet? Dann als 2. Faktoren haben wir die chemischen Faktoren, wie zum Beispiel Formaldehyd, Lösemittel, Biozide. Die Frage hier ist, sind diese Stoffe in meinem Produkt enthalten? Dann wir haben Fasern und Stäube, wie zum Beispiel Asbest, Feinstaub innen, Feinstaub außen. Und hier die Frage wäre, sind diese Stoffe vorhanden? Kann ich diese Stoffe vermeiden? Dann haben wir Strahlung, wie Elektrosmog und Radon. Hier die Frage ist, wo setze ich mich diese Strahlungen aus? Dann wir haben Lärm wie Verkehrslärm, Schallschutz außen, Schallschutz innen. Bin ich gestört durch Lärm? Was kann ich verbessern? Dann wir haben die klimatischen Faktoren, Luftwechsel, Luftfeuchtigkeit, Sonneneinstrahlung, Wärme und Kälteschutz. Welche Faktoren beachte ich bereit? Was fehlt? Dann als letzte wir haben die Tageslicht, Lichtentfall,
Fenstergröße, Glasqualität und auch Ausblick, Lage der Gebäude und Umfeld. Hier die Frage ist, nutze ich diese Energiequelle schon optimal? Genau, ich habe mal diese wieder Faktoren so gezeigt, weil eigentlich sind Fragen, dass wir uns schon stellen, wenn wir in einen Raum eintreten. Wir versuchen uns vorzufühlen. Darum habe ich schon diese Faktoren gezeigt. Stellen Sie sich zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Fragen. Das ist mein Fazit über diese Teil. Jetzt gebe ich das Wort an Peter, die wird uns 4 babylonische Projekte zeigen. Ich würde jetzt gerne ein paar Projekte zeigen, die ich seit dem 99 um heute gebaut habe. Grundsätzlich baubiologisch, aber selbstverständlich nicht in all diesen Punkten, die der Jordan aufgezählt hat. Das sind ja die idealen Zielrichtungen. Es ist grundsätzlich nicht möglich, bei einem Projekt alle die Punkte vollumfänglich zu erfüllen. Also, bitte schnell auf Hochdeutsch wechseln. Ah ja, Entschuldigung. Danke. Ich mache jetzt weiter. Es ist nicht möglich, all diese Punkte zu erfüllen, die Jordan aufgezählt hat. Aber es ist das Ziel natürlich, das bestmögliche Resultat zu erzielen. Ich mache vorwiegend Altbausanierung. Das heißt, die Gebäude sind bestehend. Ich habe einen beschränkten Einfluss auf das Gebäude. Ich kann jedoch sehr, sehr viel herausholen, vor allem aus alten Gebäuden, auch bei den geomantischen Korrekturen, bei der Elektrobiologie, bei der Wasserqualität. Der Bau jetzt von Uster, das ist ein Flarzhaus aus dem 17. Jahrhundert. Da ging es um einen grundsätzlich neuen Ausbau und eine Umnutzung von der Scheune. Da war das Ziel, viel Bausubstanz zu belassen, weil das Gebäude aus dem 17. Jahrhundert war. Trotzdem hatten wir Auflagen zu Denkmalschutz, Schallschutz, Brandschutz, wo wir mit Hanf und Gips gearbeitet haben. Und wir konnten sehr, sehr stark baubiologisch, bauökologisch arbeiten hier. War also ein sehr gelungenes Projekt. Dann gehe ich gerne zum zweiten Projekt in Ringwil. Das war ein Ausbau, Umbau eines Dachgeschosses. Auch da war das Ziel, baubiologisch eine starke Atmosphäre zu erzielen, arbeiten mit Kalklehm. Wir hatten auch eine Heizung eingebaut, neue Heizung mit Pellet. Und grundsätzlich auch, wie gesagt, mit Lehmgips gearbeitet, keine synthetischen Farben, keine Giftstoffe, geölte Böden etc. Also ich denke, das war ein sehr gelungenes Projekt. Dann gehe ich gern zum dritten Projekt. Das war ein 3-Phasen-Projekt. Das war ein sehr schöner Auftrag. Vor circa 6-7 Jahren konnte ich in einem Bauernhaus in Berzwil eine Küche einbauen in einem Raum. Das war eigentlich eine dunkle Kuh, wie man so schön sagt. Wir haben sehr viel Licht hineingebraut in diesen Raum mit neuen Fenstern, Balkontüren. Grundsätzlich einfach eine moderne Küche eingebaut, aber natürlich auch möglichst baubiologisch die Lehm. Wir haben auch Lehmwände, Sumpfkalkwände, wir haben MDF-Küchen, geölte Böden etc. In einer zweiten Phase konnte ich den gesamten, im Bild den linken Hausteil umbauen, vom Dach bis zu unterst. Da war durch eine neue Familienkonstellation ein Gesamtumbau zur Sprache. Auch da haben wir sehr viel mit Kalklehm gearbeitet, geölte Böden etc. Viel Atmosphäre hingebracht. Die Heizung an diesem Objekt besteht aus Holz. Wir haben sie dann ergänzt, letztlich mit Solar-PV. Und dann im dritten Teil, die dritte Umbauphase, da konnten wir über den ganzen Hauskomplex, der aus 2 Gebäudenteilen bestand, konnten wir ein Mehrgenerationenhaus bauen. Das heißt, jetzt wohnen da 2 junge Familien mit Kindern plus die Eltern drin. Auch da war das Ziel natürlich neben der tollen Atmosphäre auch die Bauökologie
in den Bau zu bringen. Auch da haben wir ähnliche Materialien verwendet wie vorhin, also auch viel mit Lehm gearbeitet, Lehmkalk, das liebe ich sehr. Noch ein, zwei Details. Ja. Das letzte Projekt ist nur ganz kurz, das ist ein Mehrgenerationenhaus, das in Planung ist in der Baubewilligungsphase. Ein Mehrgenerationenhaus mit 7 Wohneinheiten, das könnte auch ein Genossenschaftsbau werden. Vorgesehen ist, dass wir das UG Mural gestalten. Ansonsten haben wir Vollholz, Massivwände aus Holz aus der Region. Auch hier können wir natürlich viel erreichen, auch mit geomantischen Korrekturen, mit Elektrobiologie etc. Und wir möchten auch größtenteils energieautark sein, nicht 100%. Und werden auch eine Holzheizung, Pelletsheizung installieren mit Holz aus der Region. Ja, bei verschiedenen Gebäuden, auch das Gebäude in Beresfield, konnten wir geomantisch korrigieren mit Feng Shui. Das ist auch ein Bereich, den wir oft anwenden und meist mit kleinen Eingriffen gute Resultate erzielen. Ja, in diesem Sinn möchte ich noch ganz etwas kurz erzählen, bevor ich das Wort an Luna weitergebe. Eine kleine Anekdote. Vor 30 Jahren, als ich angefangen habe, baubiologisch schaffen, da war ich in Pfäffikon, der Rüebli-Sulzer, hat man mir damals gesagt, auf der Gemeinde und im Dorf, respektive bei den Unternehmern. Mein Chef kam einmal gesprungen auf mich, mit Händen gefuchtelt, ein roter Kopf, ich müsse zur Gemeinde. Er hatte einen Rüffel bekommen, weil ich ein Dach isoliert habe mit Kokosfasern, das brennt wie Zunder. Ich habe dann der Gemeinde dargelegt, dass meine Baustoffe die Brandschutznormen erfüllen und alles okay ist. Und ich habe eigentlich eine Entschuldigung erwartet von der Gemeinde. Und ihr könnt jetzt euch nicht vorstellen, was ich gehört habe von diesem Bausekretär. Er hat wirklich gesagt, ja so, jetzt hast du aber noch mal Glück gehabt. Also ich möchte damit sagen, vor 30 Jahren war es gar nicht sexy, baubiologisch zu bauen. Aber das hat sich zum Glück geändert. Damit möchte ich jetzt das Wort zu Luna geben. Besten Dank. Also ich begrüße euch zu ein paar Lehmbauprojekten, aber eigentlich so vor allem, also jetzt so im Zusammenhang mit Baubiologie, so spezifisch zu den Materialien gehen eigentlich und wie, ja, ich will einfach so aufzeigen, dass Lehm so Wohlbefinden der Raumklimas schafft und eigentlich das, was die Baubiologie sucht und ja, das, was auch vorher Peter gezeigt hat und erwähnt hat. Ja, und was ich vor allem zeigen will, ist so, wie man so aktiv werden kann, nicht nur durch die Planung, also nicht nur so als Architekt, Architektin, sondern auch tätig sein und selber etwas machen. Das hier ist der Ort, wo ich zum ersten Mal der Lehm als Baustoff kennengelernt habe. Ich bin eigentlich aus Chile, also halb Chilenin, halb Schweizerin. Und in dem Ort, wo ich das realisiert habe, dass man eigentlich mit Dreck aus dem Boden Häuser bauen kann, war es für mich so der Aha-Moment, wo ich gemerkt habe, ah ja, ich will Architektur studieren wegen Lehm eigentlich, weil man muss wie eine Brücke finden zwischen den konventionellen Bauen und die Hippies, die in den Bergen Hüslis aus Lehm bauen. Und man muss das wie standardisieren können, dass das zu das normale Bauen wird. Ja, so sieht die Küche aus in diesem Ort. Und ja, eben, es war auch für mich so anders, der Lehm als Baumaterial in Chile zu erleben, als in der Schweiz. Also wie ihr das seht hier, das wurde alles von Hand gemacht und irgendwie mit Strohlehm geformt. Und wo ich in der Schweiz das erste Mal gesehen habe, dass man ein fertiger Deckputz mit Wasser mischt und dann einfach aufziehen kann an der Wand, war ich sehr schockiert. Aber ist auch cool, weil da spart man auch viel Zeit. Da ist man schon weiter. Ja.
Ja, und das war für mich eben die Inspiration zum Architekturstudieren, eigentlich durch die Interesse an Permakultur zu diesen Ökodörfern kommen und dann sehen, dass man mit Lehm bauen kann. Und ja, nachher bin ich in die Schweiz gekommen, weil ich dann wusste, was ich studieren will endlich, nach vielen Jahren, ohne das zu wissen wirklich. Und dann habe ich Architektur studiert. Das ist jetzt einfach eine A0 von meiner Abgabe, von meiner Bachelorarbeit, vom Studium. Ich habe in der Berner Fachhochschule studiert, in Burgdorf. Und für mich war es immer eine Hemmung, also ich hatte immer so Hemmungen zu das Thema Lehm erwähnen, weil ich immer Angst hatte, dass es nicht so ankommt eigentlich in der Schule. Und ich habe es nie erwähnt, meine Interesse an Lehm. Und in meiner Bachelorarbeit hatte ich einen sehr coolen Betreuer und er hat gefunden, ja, ich muss unbedingt meine Bachelorarbeit darüber machen. Und er hat mich richtig gepusht. Und dann habe ich ja meine schriftliche Arbeit über die Anwendung vom Lehm im Außenbereich in unseren Breitengraden geschrieben und nachher die Projektarbeit auch in Lehm gemacht mit verschiedenen Lehmbautechniken, also geplant. Stampflehm, Strohlehm, Leichtlehm und Lehmsteine. Und das war für mich eine sehr tolle Erfahrung zu sehen, dass das so gut angekommen ist und dass sie so Freude hatten an etwas anderes sehen als nur Beton. Und ja, voll. Aber eigentlich nach dem Studium hatte ich nicht mehr so Lust auf Computer und gar keine Lust ins Büro zu gehen. Und immer wieder während dem Studium oder eigentlich seit ich in der Schweiz bin ich schon Mitglied in der IG Lehm. Das ist die Interessengemeinschaft Lehm von der Schweiz. Dieser Verein besteht aus vor allem Planer, Planerinnen, Handwerker, Handwerkerinnen und Architekten, Architektinnen, aber auch Quereinsteiger. Und da gab es immer wieder Kurse, die ich während dem Studium besucht habe. Da haben wir Lehmpütze gemacht, aber auch Stampflehmwände, auch Stampflehmboden. Und das habe ich immer so verfolgt, parallel zu meinem Studium. Auch bei mir zu Hause habe ich einen Pizzaofen gemacht und dann bei mehreren Orten bei Freunden in Bern und so. Und ja, und irgendwie im Juni, wo ich mein Studium fertig gemacht habe und so immer wieder der Bezug zur Baustelle hatte durch diese Kurse und eigentlich Eigeninteresse, bin ich dazu gekommen, mit einem Lehmbauer zu arbeiten in Winterthur für etwa 6 Wochen. Das war eine Aufstockung von einem Industriegebäude im Lagerplatz in Winterthur. Und da haben wir das war sehr spannend. Es ist so vorgefertigte Elemente mit Strohballen gedämmt. Und wir mussten einfach drauf Lehmputz spritzen und irgendwie 5 Schichten, insgesamt etwa 4-5 cm Lehmputz, also Grundputz. Also und hier sieht man es mega schön, so das Industriecharakter mit dem Lehm zusammen, so etwas habe ich vorher nie gesehen, so die beiden in Kombination. Ja, und jetzt so per Zufall oder Glück des Lebens, weiß nicht, der Vater von meinem Mitbewohner ist an sich ein Haus bauen lassen, ist auch so aus so Massivholzplatten, eigentlich auch von einer Holzfirma, die baubiologisch baut. Und das sind so vorgefertigte Elemente und alles wird ohne Dampfsperre gebaut und diffusionsofen. Und der Vater von meinem Mitbewohner hat gefragt, ob ich da etwas mit Lehm machen kann. Und jetzt gerade sind wir dran in die 3. Woche und wir montieren Lehmplatten. Hier sieht man die erste Lehmplatten, die wir montiert haben und die damals noch sichtbare Holzwand. Und ja, und auf die Lehmplatten kommt dann so eine Schicht Einbettmörtel und dann 2 Schichten Deckputz. Und das ist so
wie es am Schluss eigentlich aussehen soll. Ja, merci vielmal. Und ja, was ich mich eigentlich wünsche, ist mehr, dass so junge Menschen sich wie interessieren oder sich trauen, so Sachen zu machen oder sich für andere Sachen zu interessieren als das Konventionelle. Und ich habe das Gefühl, es gibt auch sehr viele junge Leute, die sich dafür interessieren, aber sie kennen die Begriffe einfach nicht. Sie wissen nicht, was Baubiologie ist oder sie wissen nicht, dass man mit Lehm bauen kann. Und ja, ich wünschte mir das für die Zukunft mehr. Und ja, das wäre, finde ich, auch cool, gibt es Vereine wie die SIB oder die IGLM, die das fördern. Ja. Merci vielmals fürs Zuhören. Dankeschön, Jordan, Peter und Luna. Merci vielmal für eure drei spannenden Inputs. Die Idee ist jetzt, dass ihr in ein kleines Q&A mit den Gästen hier einsteigt. Bitte meldet euch doch vielleicht, wenn ihr euer Video anmacht, vielleicht grafisch, dass es nicht ein zu großes Durcheinander gibt. Und dann könnten wir euch aufrufen mit allfälligen Fragen. Mattia sehe ich und dann Dario. Ja, hallo zusammen. Danke vielmals für euren Input. Ich bin ein bisschen später dazugekommen. Ich bin Mattia und bin aktiv im Klimastreik, in der Klimastreikbewegung Fridays for Future. Und ich hätte eine Frage. Also wir werden im Ende dieses Jahres unseren Climate Action Plan, also den Klimaaktionsmaßnahmenplan, veröffentlichen, wie man bis Netto Null 2030 kommt. Und dort eine grundlegende Maßnahme ist von diesem Climate Action Plan eigentlich ein Verbot von neuen Bauten, da eigentlich das Bauen mit Zement extrem klimaschädlich ist. Und da wollte ich einfach eure Meinung dazu hören, was ihr denkt, wie wir hier auf Netto Null 2030 kommen können oder was eure Meinung generell ist zu diesem Verbot von neuen Bauten. Ja. Ja, ich würde jetzt gerne etwas kurz sagen dazu. Es wird mit Sicherheit sehr, sehr schwierig, gewisse Sachen zu verbieten, vor allem Baustoffe, weil die Baustofflobby ist extrem groß, so wie die EW-Lobby etc. Ich schlage eher vor, dass wir es einfach anders machen. Das heißt, das, was wir verbieten möchten, das boykottieren wir und machen es anders. Das sind zwei, drei Tropfen auf einen heißen Stein, aber alles andere funktioniert nicht in diesem System. Das ist meine Ansicht. Wir machen es einfach anders. Vielen Dank, Peter. Vielleicht Jordan oder Luna, möchtet ihr da noch etwas hinzufügen? Nein, für mich ist es gut so. Ja, ich kann mich an Peter anschließen. Ja, klar, ich auch. Ich kann es einfach machen. Perfekt, dann merci vielmal, Peter, für die Antwort. Ich sehe jetzt gerade, Mattia, du hast noch eine zweite Frage, sonst würde ich Dario Sulzer das Wort übergeben. Ja, besten Dank. Meine Frage hat sich soweit schon fast geklärt, nämlich was sollen wir nun tun? Also vor allem in den Hinblick auf die Generation, die jetzt sich dem Klima verpflichtet hat und das auch bauen will. Meine Frage ist mehr noch jetzt, da ist, sagen wir, der Klimastreik oder die Klimastreiken, da ist Architects for Future und das ist die Baubiologie. Und meine Frage ist, wo sind wir alle zusammen? Also schließen wir uns zusammen und machen einfach etwas? Und wenn ja, wo? Also gibt es einfach mehr Vorträge? Gibt es auch Bauten, die wir vielleicht realisieren möchten zusammen? Ja, vielleicht an Jordan, ob er da schon Inputs hat, was wir hier zusammen bauen könnten. Ja klar, wir können schon zusammenbauen, alle zusammen. Das wäre eigentlich schön, eine neue Pavillon oder so etwas, aus Stroh zum Beispiel. Nein, ich glaube, es ist einfach wichtig für uns als Verein Babio Suisse zu zeigen, dass es gibt Alternative als die konventionelle Bauen, oder? Und das, man muss ein bisschen die Bauern ein bisschen bewusst machen oder die Investitoren so, oder? So zu zeigen, es gibt wirklich Alternative, auch in der Schweiz. Nicht nur Beton, ja. Das ist eigentlich Ziel von unserem Verein, ja.
Ich glaube, man muss es mehr in den Schulen bringen. In meinem Studium wurde nie das Wort Baubiologie erwähnt. Und ich finde, das sind einfach Sachen, die dazugehören sollen. Und ich finde, die SIB zum Beispiel könnte mal in die Hochschulen oder ETH gehen und ein bisschen erklären, was das heißt und um was das geht. Ich finde, es startet schon vorher, schon im Studium und die Interesse von den jungen Menschen wecken. Merci vielmal, Jordan und Luna. Ist die Frage damit beantwortet, Dario? Ich sehe, dass Noemi Grotke dann die nächste Frage hat. Dario, ist das so gut? Ja, besten Dank. Und auch die Menschen, die das schon machen, wie Luna, einfach mit Lehm bauen. Weil wenn es Menschen gibt, die es machen, dann gibt es auch irgendwann die Standards und es kommt in die Hochschulen. Besten Dank. Merci vielmal, Dario. Noemi Grotke, du hattest deine Hand aufgestreckt. Genau, habe ich. Ich habe eigentlich nur was zu sagen noch dazu, zu dem, was die Luna gerade gemeint hatte. Ich denke nämlich auch, dass das an die Hochschulen kommen muss und gerade wir sind in der Sustainability Week Switzerland und wir würden uns auch super freuen, wenn das auch mehr kommen würde und wir versuchen das auch zu bringen in die Hochschulen. Aber ich glaube, wahrscheinlich ist das der größte Punkt, dass vieles ausprobiert werden muss. Gerade wie zum Beispiel Bolzhaus oder irgendwelche ganz verrückten Sachen mit Stahl und Lehm ausprobieren. Einfach Sachen zu machen und an den Mann zu bringen, dass Leute das auch sehen können. Und ich wollte sagen, dass eben das mit den Hochschulen eben auch passiert oder versucht wird, das zu bringen. Und dass da, glaube ich, Input von allen Seiten langsam, aber immer stetiger kommt. Darf ich dann auch noch schnell ergänzen? Ich finde auch, also jetzt gerade von euch beiden ergänze ich nochmal die Ergänzung. Bin ich und sicher auch viele andere hier im Chat auch der Meinung, diese Themen müssen viel mehr in die Bildung. Ich denke wohl weniger Schule, sondern eher Hochschule. Wir haben hier ja, glaube ich, verschiedene Vertreter von Schweizern oder deutschen Hochschulen und Universitäten. Also vielleicht nehmt ihr das heute Abend mit und bringt das in irgendeiner geeigneten Form zurück in eure Hochschulen. Ich habe jetzt gesehen, Roman Wesely, du hast im Chat deine Frage gestellt. Magst du diese Frage allenfalls hier in die Gruppe stellen? Danach auch noch der Markus. Aber Roman, magst du kurz hier fragen? Okay. Ja, ich habe das Problem, ich möchte gerne, also die Dämmung, das ist so sehr viel Plastik ums Haus und das ist mir immer ein bisschen unwohl. Aber der Verputzer sagt mir, er hat nur Schäden mit so nachhaltiger Dämmung. Der Bauherr sagt, die wird nass und das hält nicht. Und ich meine, man nimmt viel Geld in die Hand und die Sicherheit ist einfach nicht da, die man hat mit Holzwolle oder so. Wie geht ihr damit um? Da möchte ich mich gerne melden. Also das sind Unternehmer, die nicht arbeiten können, weil sie das Wissen nicht haben und weil sie in den letzten 30 Jahren mehr verdient haben mit dem, das sie kennen und sie wollen einfach keinen anderen Weg einschlagen. Das stimmt absolut nicht. Man kann Bauschäden sehr wohl vermeiden, wenn man baubiologisch schafft. Man kann auch sagen, es gibt viele Bauschäden, weil man eben nicht baubiologisch schafft, weil man gerade im Farbenbereich oder Putzbereich, also die Argumente sind lachhaft und nicht stichhaltig. Aber wir können uns gern dann bilateral noch über das unterhalten, jetzt nicht im Chat, aber das wäre ein interessantes Thema. Aber das ist nicht relevant, was dieser Unternehmerin sagt. Das ist nicht richtig. Er versteht es einfach nicht. Okay. Merci vielmal. Peter Sulzo. Ja, da vielleicht ein Kommentar. Ich glaube, was uns wichtig ist, das ist jetzt in Corona ein bisschen schwieriger, ist eben dieser auch informelle Austausch, dass ihr euch hier auch vernetzt. Darum, es wäre wirklich toll, Roman Wesely, wenn du dich vielleicht im Nachgang mit Peter Sulzo oder auch mit irgendjemand anderem hier darüber noch austauscht und vernetzt. Der Kommentar hier noch, ich glaube, Jordan hatte gesagt, es gibt auch von Baubio Swiss eine gratis, kostenlose Expertenberatung. Vielleicht kannst du Peter ja da auch noch mal drauf ansprechen, aber vielleicht ist Peter ja dann auch schon deine Ansprechperson. Ich habe jetzt gesehen, es ist, Markus hat eine Frage, dann Erik Janssen, habe ich gesehen, hat aufgestreckt und auch Raffi Giovane.
Deshalb vielleicht zuerst Markus, magst du deine Frage stellen, dann Erik, dann Raffi. Ich wollte eigentlich, ich bin ja nicht so drin in diesem Thema so konkret, und ich wollte eigentlich nachfragen, die Biobiologie ist ja schon sehr alt, sagen wir mal, die ist schon lange unterwegs, und was man für Erfahrungen gemacht hat, wie man das Thema quasi Biobiologie, wo man am besten vorankommt, dass es irgendwie eine Breite erreicht. Eben, vorher hatten wir ja das Thema Schulen, und dann, da bin ich sehr wahrscheinlich zu alt, um wissen, wie die Schulen heute sind. Aber ob es da Erfahrungen gibt, ob man durch die Produkteverbreitung eher zum Ziel kommt, oder ob das wirklich an die Architektin gerichtet ist, die einfach persönlich quasi Engagement finden, zum das Thema bei jedem Bauherr zu verbreiten, wo die Erfahrung ist, also von diesen Organisationen, wie man am besten das Thema verbreiten kann oder wo man am leichtesten Leute oder Bauherren überzeugen kann. Also zu der Verbreitung, zu dem Thema Biologie, eigentlich braucht man eigentlich erst die Bauherren, die sensibilisiert sind zu diesen Themen, wie die Biologie und die Nachhaltigkeit, oder? Ist das gleiche wie das mit den Lebensmitteln auch zum Beispiel, jetzt auch mit Kleider, Fashion Mode auch zum Beispiel. Und dann braucht man eigentlich Architekten, die diese Wissen haben, um das zu planen und auch dann die richtigen Werke zu finden, wie vorher Peter gesagt hat, oder? Das sind die wichtigen Aktoren zu diesem Thema, klar. Und dann, klar, Vereine wie Babio Swiss, Architects for Future, oder 2030, so, die zeigen, dass es gibt Alternative. Jordan, du hast vorhin gesagt, es gibt 10 Regionalgruppen von Baubio Swiss, die irgendwie, glaube ich, pro Regionalgruppe 2-3 Events machen pro Jahr. Ist das auch so eine Form, die vielleicht Markus sucht für die Verbreitung von solchen Ideen? Magst du da vielleicht noch 1-2 Sätze dazu sagen, oder passt das gerade nicht? Ja, kann ich schon, ja sicher. Also genau, wir haben, wie gesagt, 10 Regionalgruppen in der ganzen Schweiz. Die sind auf unserer Website aufgelistet, und dort findest du auch die Kontakte von den Regionalgruppenleiter, und kannst du sehr gerne zu der Regionalleiter von deiner Region ein Mail schreiben, ja, sehr gerne, ja. Ich möchte mich auch noch kurz äußern zu dieser Frage. Die Frage ist ja auch, wie kann man das publizieren, die Baubiologie? Die Bauherren zu finden, dass dieses eine oder Leute, die an die Kurse kommen oder an diese Veranstaltungen, die haben ja schon ein gewisses Interesse oder ein gewisses Wissen. Aber es wäre natürlich sehr gut, wenn man einfach Berichte erstatten kann, Publikationen machen in die breite Öffentlichkeit und Bauten vorstellen in der Presse, dass die Leute merken, wow, das sieht toll aus, das möchte ich auch. Also das ist die Frage, wie gewinnt man die Leute? Weil über das Bildungswesen, da klappt es nicht. Das Bildungswesen ist gesteuert, natürlich auch von der Industrie und von der Politik. Und da versuchen wir auch von Baubio Swiss seit Jahren, uns ins Bildungswesen einzubringen. Und schrittweise gelingt das aber noch viel zu schwach. Es wäre wichtig, dass man viele Artikel schreiben kann, die die Leute erreichen. Merci vielmals, Jordan und Peter, für eure Antworten. Ich hoffe, Markus, da sind ein paar gute Ideen dabei. Ich erlaube mir noch kurz aus dem Chat vorzulesen. Da gibt es 2 Wortmeldungen. Dario, ich interpretiere, die Wortmeldung war, das Ziel liegt im Tun. Ich verstehe das so als eine Idee von vorbildlichen Projekten, verbreiten ein Thema am besten. Laura sagt auch, dass Architekten, die den Bauherrn richtig beraten, auch ganz wichtig sind. Dafür müssen natürlich die Architektinnen und Architekten etwas dazu wissen und davon verstehen. Da kann dann vielleicht wieder so eine Organisation wie Baubio Swiss Wissen vermitteln. Laura und Dario, korrigiert mich, wenn das jetzt falsch war. Sonst würde ich weitergehen. Erik Janssen, du hattest eine Frage. Hallo zusammen. Nou, ik heb niet zozeer een vraag, meer een antwoord. En een
möchte noch etwas sagen über diese Themen. Ich studiere dann energieberaten Gebäude, das ist alles wat ze doen met groene energie. Das ist auf Fachhochschule, mache ich das in Sargans. Und das heißt, eigentlich ist das momentan ein Teil von der Weiterbildung, genau diese Themen. Wenn man so eine Weiterbildung Energieberater macht, dann ist das ist als Großteil von den Studien ist ökologisch bauen, ökologische Baumethoden, ökologische Forschungen, wie man das alles berechnet, wie man die CO2-Bilanz macht in die Gebäude, wie man mit alternatieve oder neue Baumethoden die Fehlers findet, mathematisch und praktisch. Da gibt's, bei so einer Studie hat man einfach Bücher darüber. So eine Studie, das macht man zusammen mit Architekten. Eigentlich die ganze Info für ökologisch Bauen ist da. Es gibt für Bauherren und für Architekten gibt es all diese Baudaten, sind verfügbar bei verschiedenen Instanzen. Und man kann all die Berechnungen machen, man kann die Studien machen. So, es ist einfach auf diesem Moment einfach da. Es ist nicht so, dass man das nicht in die Schule lernen kann oder dass es die Daten nicht gibt. Ich kann hier zum Beispiel mit einem Share Screen kann ich mal zeigen, was habe ich da? Ja, so das zum Beispiel, das ja, eigentlich sollte alle Architekten das kennen. Das ist eine normale, öffentliche Datenbank von Ecobau, kann man so mal googlen. Das geht alles über Baumethoden mit Holz, mit Lehm, mit Stroh und so weiter enzovoort. Dan kan man van alle bouwmaterialen die es gibt, findet man in diese Datenbanken. Und da steht für alle Baumaterialien die Umweltbelastungspunkte, diese grüne Linie, steht dabei. So, da kann man, wenn man ein Bauten macht als Architekt, schauen, wie ich das Baumaterial zusammenstelle, wie viel Umweltbelastungspunkte das hat. Und man leest auch genau, wie viel CO2 es pro Kilo braucht. Kann man berechnen, wie viel graue Energie ein Bauten braucht. Damit kann man voll ein ökologisches Haus machen. So, das ist, eigentlich ist, ja, ist alles da. Und is es nicht so sehr ein Thema, ob es so ein Studio gibt oder ob es so ein, ob es diese Daten gibt. Nee, es gibt diese Studien, es gibt diese Bürger, Bauphysik und so. Und es gibt auch die Fachhochschule. Nun muss es nur das Wissen und einsetzen in die Bauten. Es ist auch wichtig, dass die Architekten diese Datenbanken benutzen. Gut. Also Erik, ich bin da absolut deiner Meinung. Vielen Dank für diesen Beitrag. Kurzer Kommentar aus dem Chat. Markus bedankt sich sehr. Er hatte vergessen, dass es so eine Liste gibt. Auch da nochmal ein Danke und eine Frage nach der Liste von Roman Wesseli. KBOB Faktenblatt wurde von Gio Tessi gerade gepostet. Also Erik, merci vielmal für den Kommentar. Ich glaube, ich kann mich leider anschließen, dass das Wissen da ist, aber eben nicht benutzt wird. Und unsere große Herausforderung ist, irgendwie Leute dazu für begeistern oder auch eben zu informieren, wo denn die Liste ist und wie die Liste denn funktioniert. Ich glaube, das ist wichtig. Merci vielmal, Erik. Die letzte Frage vielleicht. Raffi, du hattest dich vorhin noch gemeldet. Raffaele Giovane. Ja, meine Frage ist, um bei Roman Wesseli anzuschließen, gibt es eine Liste von Unternehmen, die baubiologisch bauen können und nicht so seich erzählen über die Holzwolle? Ja, wo man es finden kann. Auch für die Ausschreibung bei einem Projekt zum Beispiel. Also es gibt eine Liste auf unserer Website von unseren Mitgliedern. Die sind sortiert nach Branche, sind Architekten, Handwerker oder Einzelpersonen. Und dort kannst du dann viele von unseren Mitgliedern finden. Ja, die haben ein Wissen über die Biologie.
Also wenn ich richtig verstehe, Raffi oder auch alle, wer mehr Unternehmer kennenlernen möchte oder für Projekte benötigt, könnte sich beim Verein BauBioSwiss melden, um da eben so eine derartige Liste zu erhalten. Ich sehe jetzt keine Handmeldung mehr. Ich weiß nicht, Raffi, du hattest deine Hand vorhin noch hochgehalten. War da noch ein letzter Kommentar oder? Ja, ich wollte nur ein bisschen Hoffnung betreffend die Schule hier reinwerfen. Also unabhängig vom Programm der Hochschulen, was ich gesehen habe in den letzten Monaten, es gibt viel Bewegung bottom-up von den Studenten selbst. Also Naomi Grotke ist jetzt zum Beispiel hier, jetzt weiß ich nicht, ob wir weiter hier sind, aber es gibt zum Beispiel die AGN von der ETH. Das sind auch Studenten, die sich zusammengetan haben. Dann gibt es den von Erfurt, jetzt weiß ich den Namen nicht mehr. Ilja. Ilja, ja genau. Ist auch da. Ah, ja. Ist der Ilja. Also auch jetzt von Future Erfurt. Also da mache ich mir, ich habe auch die Meinung, es passiert nicht an der Hochschule, wegen der Hochschulen, aber auch wenn dort nichts passiert, die Studenten machen es selbst. Das ist ein bisschen Hoffnung, dass ich jetzt, was ich jetzt gesehen habe in den letzten Monaten. Das ist auf jeden Fall Bewegung da von der studentischen Seite. Ab und zu schaffen wir es auch, die Professoren zu inspirieren, da ja, einen Teil mitzumachen. Wir haben zum Beispiel mal jährlich BDA-Vorträge, das organisiert mein alter Prof. Und dieses Jahr haben wir sogar das Thema Nachhaltigkeit. Letztes Jahr war es ein anderes Thema. Und die sind dann, glaube ich, dreimal im Semester. Ich glaube, auch jeden Monat plus minus, kommt drauf an. Und ja, also es gibt Hoffnung auf jeden Fall. Aber es machen nicht so viele mit, wie ihr hofft. Und es ist auch schwierig, Leute da zu motivieren, weil es ist einfach Arbeit, die nicht jeder machen möchte. Und man hat auch das Studium vor sich. Das muss man auch noch schaffen. Und ja, aber es geht auf, sage ich mal. Vielleicht an der Stelle, also Raffi, danke für den positiven Kommentar. Und Ilja und Noemi, merci für eure für eures Engagement. Ilja, danke auch für deinen Beitrag. Vielleicht an der Stelle noch, ich wusste jetzt nicht, Noemi Grotke, dass du auch bei der AGN, also Arbeitsgemeinschaft Nachhaltigkeit, Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit von der ETH bist. Vielleicht, da das ja vorhin auch schon erwähnt wurde, das Thema Bildung. Ilja haben wir kurz gehört. Noemi, möchtest du dazu auch noch etwas sagen zur Wichtigkeit von Bildung und was ihr vielleicht bei der AGN an der ETH macht? Ich bin nicht an der AGN. Ich weiß nicht, woher der Raffaele das jetzt... Also ich glaube, es kam nicht von mir. Ich bin nicht bei der AGN. Ich bin ja, bei der... Nein, es war einfach, sie ist eine Studentin hier. Ja. Also, Excuse. Und sie ist auch oft hier in diesen offenen Runden. Das ist nicht die Einzige. Auch in vergangenen Runden gab es viele Studenten, die dazugekommen sind, die sich interessieren. Es war allgemein gedacht, es gibt Studenten, die engagieren und hier dabei sind. Ja, aber also bei uns kommt das auch, dass das nicht nur auf die, also ich studiere an der Hochschule Luzern. Wir haben da auch keine Arbeitsgruppe nur für Architektur, aber eine Arbeitsgruppe für die gesamte Hochschule. Und wir versuchen ein bisschen mit der Hochschule zu kooperieren, um quasi das hinzubekommen, dass die Nachhaltigkeit per se, tut mir leid, die Geräusche, falls man das hört, um die Nachhaltigkeit per se mehr in den in den Studienplan mit hineinzubekommen. Und nicht nur partiell, dass die Studenten das pushen, sondern dass auch wirklich das ein Teil wird. Weil in der Architektur ganz besonders sehen sich dann eben, wenn das freiwillig ist, sehr, sehr viele in ihrer künstlerischen Freiheit irgendwo eingeschränkt. Und es sollte irgendwo, finden wir, auch einen Pflichtteil sein, den man irgendwo lernen muss. Nicht, dass man ihn anwenden muss, aber dass man das wissen muss und das Wissen haben muss darüber. Und da sind wir auch eben dran. Genau. Also Noemi, merci vielmal für deinen Kommentar und Entschuldigung für die Verwirrung, die Verwechslung.
Nochmal Noemir und Ilya, merci vielmal für eures Engagement und jetzt auch eure Wortmeldungen. Ich habe noch ein paar Kommentare. Jordan, ich sehe, du wolltest noch etwas sagen, dann überlasse ich doch dir noch mal kurz das Mikro. Ich möchte gerne noch meine Bildschirm kurz teilen, weil ihr sind, genau, sind ihr unsere Kontakte von den Verein Babio Swiss. Wir sind aktiv auch auf Facebook, Instagram und LinkedIn und wir haben auch neu einen YouTube-Kanal. Und wer möchte Mitglieder von dem Verein werden, kann sie sich melden bei www.babio.ca. Und hier sind auch unsere Kontakte von mir, von Peter und von Luna. Wer möchte, kann uns einfach eine Mail schreiben und wir können auf die Mail antworten. Und ja, das, ja? Euch helfen auch. Ja. Perfekt. Jordan, du greifst mir vor und ich finde das ganz wichtig. Etwas vom Wichtigsten vom heutigen Abend oder diesen offenen Runden meiner Meinung nach ist genau das, die Vernetzung mit anderen Menschen, die gleiche Interessen haben. Also meldet euch unbedingt bei Jordan, Peter oder Luna oder auch irgendeiner anderen Person, die ihr heute Abend gesehen habt, die euch irgendwie spannend vorkam oder über die Person ihr etwas wissen möchtet oder über ihre Organisation. Aus unserer Sicht, eben, meldet euch bei Jordan, Peter, Luna, bei allen, die ihr spannend fandet, meldet euch vielleicht auch bei der IG Lehm, finde ich auch eine super Organisation, kommt bei uns, Architects for Future, in den Telegram-Chat, kommt an die nächste offene Runde. Ich möchte euch dort noch zwei Termine schon mal ankündigen. Die nächste offene Runde von Architects for Future im Dezember. Die offenen Runden sind immer am zweiten Dienstag. Das wird im Dezember der 8. Dezember sein. Dort wird voraussichtlich Marc Zaran von Yasai einen Vortrag halten über Vertical Farming, also urbane, vertikale Landwirtschaft. Und am 12. Januar wird voraussichtlich Nyonli Landru von Oxara einen Vortrag über ein junges Startup von der ETH halten, das aus Lehm ein formbares Material macht, eine Art von lehmbasiertem Beton, aber eben ohne Zement. Also ihr seht, im Dezember mit Marc und im Januar im Nyonli werden wir super spannende Vorträge haben. Wir werden euch wieder dazu einladen im Telegram-Chat Zürich. Jetzt bleibt mir eigentlich nur noch, mich sehr viel bei euch zu bedanken, dass ihr alle gekommen seid. Insbesondere Jordan, Peter und Luna, bei euch drei natürlich besonders für den Beitrag, bei euch allen fürs Kommen. Merci vielmal für eure Aufmerksamkeit. Merci. Ciao zusammen.